Hallo Jungfrau, wie geht's? Ich bin Phoenix. Ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen jetzt schauen, wie die Energie für dich für die nächsten 2 Wochen für dich steht. Ja, schauen wir mal. Also unter dem Deck, Jungfrau, haben wir einen Ritter der Münzen. Ne? Eine Energie, die bis jetzt sich sehr langsam gezeigt hat und die uns auf Kommunikation zeigt. Ne? Also es ist eine Energie, die auch mit Kommunikation zu tun hat. Ist eine Energie, Jungfrau, die halt wie gesagt langsam ist. Vielleicht, es gibt einen Grund, entweder eine geografische Entfernung, in manchen Fällen, nicht bei allem, ne? Aber wir haben hier einen Grund, warum diese Energie halt langsam kommt oder diese Kommunikation, diese Reise langsam ist. Ja, es ist ein Grund dabei. Ist eine sehr positive Energie, muss ich dir schon sagen. Also für diese nächsten 2 Wochen, Oktober, ja, zeigt sich eigentlich eine positive Energie, weil diese, obwohl langsam ist, aber sicher, ne? Und mit sehr viel Stabilität, auch finanziell, ne? Also hier haben wir natürlich mit einer Energie, die möglicherweise auch mit den Finanzen zu tun haben könnten, ne? Oder sonst muss nicht unbedingt sein. Aber es könnte auch für eine finanzielle Stabilität reden, für eine Situation, was vielleicht bei manchen mit Finanzen Arbeit zu tun hat. Und sonst ist einfach nur eine Energie, die, wie gesagt, da ist und früher oder später sich zeigt, ja, sich zeigen wird. Und da wir diese Energie jetzt auch für die nächsten 2 Wochen haben, was mir das hier auch sagt, ist, dass möglicherweise endlich auch diese Energie, diese Kommunikation kommt. Möglicherweise etwas, worauf wir gewartet haben. Also wir schauen jetzt, wie die anderen Karten sich zusammenbinden, ja? Und dann können wir uns ein bisschen mehr vielleicht nähern, worüber wir hier reden. Tatsächlich, ne? Guck mal hier, gibt's nicht, oder? Nochmals ein Ritter. Ritter der Kelche, Ritter der Münzen. Und Ritter der Stäbe. Es kann nicht normal sein, oder? Ich habe hier 3 Ritter, Jungfrau. Ritter der Stäbe, Münzen und Kelche. Der Mond spricht für Sternzeichen Krebs oder Fische.
einen gewissen hier Zweifeln, oder? Also, Jungfrau, es ist schon ziemlich interessant, oder? Wir haben hier mit drei Rittern zu tun. Entweder sind, wir wissen ja, wir haben mit diesem, momentan mit diesem rückläufigen Merkur, also, ne, astrologisch jetzt gesehen ist, und wir werden bis 18. Oktober oder Ende Oktober damit zu tun haben. Und das heißt für viele, dass Exes zurückkommen. Ne? Also möglicherweise bei manchen werden Menschen von unserer Vergangenheit sich bei uns melden. Denn hier, wenn ich dir ehrlich bin, Jungfrau, ich rede nicht nur von einer Person. Ja? Also hier habe ich momentan gerade jetzt mit, ehrlich gesagt, mit drei Energien zu tun. Feuer, Wasser und Erde. Ja. Also wir schauen jetzt, Jungfrau, wie die Karten sich zusammenbinden für dich, ja? Wie die Energie sich so bindet für dich jetzt, ne? Also Sternzeichen Krebs, sage ich jetzt nur so, ist sehr stark zu sehen. Sternzeichen Krebs, Steinbock ist hier auch zu sehen. Jungfrau, ja? Mit der Karte der Teufel. Sternzeichen Steinbock. Müssen wir jetzt weiterschauen, ja? Ja. Vorher habe ich über geografische Entfernung gesprochen und das sehe ich nochmals, ja? Eine geografische Entfernung, eine Entscheidung, die man nicht treffen weiß, eine sehr starke Anziehungskraft, hier gibt es hier nämlich auch und tatsächlich eine wichtige Entscheidung. Ne? Ich habe hier König der Münzen, Königin der Münzen, muss ich schon sagen. Ich habe hier praktisch einen Ehepaar. Ja. Ich habe hier sehr interessante Karten, Jungfrau, muss ich dir schon sagen. Ja? Also in der Mitte von deiner Kartenlegung als Thema haben wir das Gericht, Jungfrau. Also das Gericht, natürlich kann diese Karten für Kommunikation sogar was mit einer juristischen Sache zu tun hat. Ne? Logisch, ne? Also für manche. Möglicherweise ist das auch eine Situation, die auch sehr langsam jetzt in der Zeit, ja, Zeit gebraucht hat. Also es ist eine Situation, die langsam jetzt sich ergeben hat. Ne? Hier haben wir mit Kommunikation zu tun, Jungfrau. Und das zeigt sich direkt in der Mitte für dich. Und auf jeden Fall Klarheit. Das ist ja die Karte, das Gericht. Ne? Und das haben wir in der Mitte für dich. Also direkt in der Mitte als Thema. Nicht nur eine Klarheit, sondern hier haben wir mit ein neues Aufwachen zu tun. Ne? Es ist eine extreme positive Karte, würde ich sagen. Jungfrau. Und im Prinzip, wie gesagt, die auch auf Kommunikation. Menschen, und jetzt muss ich dir noch was sagen. Wir hatten ja gerade jetzt hier drei Ritter gesehen. Ne? Also wir haben ja hier drei Ritter. Ne? Kommunikation auf jeden Fall. Von mehreren Menschen. Und ich muss dir sagen, das zeigt, das wird hier auch gezeigt. Also wir haben hier mit Menschen von deiner Vergangenheit, die zurückkommen. Ich würde sagen, natürlich mehr als eine Person. Ja.
Möglicherweise mit manchen hast du vielleicht nicht mehr gerechnet. Kann schon möglich sein. Es kommt Bewegung hier, also Jungfrau. Egal wie wir jetzt das hier erklären wollen oder, ne, oder wie wir das hier fühlen wollen, also hier kommt Bewegung. Und diese Bewegung zeigt sich in einer Form von Kommunikation. Eine klare Kommunikation. Ja. Es ist eine große Arkana, eine sehr wichtige Karte. Und hier haben wir mit Engeln zu tun. Es ist eine sehr spirituelle, eine spirituelle Karte auf jeden Fall, ist das hier. Und eine sehr spirituelle Karte, hier haben wir, wie gesagt, mit Engeln zu tun und mit einer Führung zu tun, eine göttliche Führung, natürlich. Die Karte das Gericht ist eine sehr wichtige Karte. Natürlich die Sonne und der Stern und natürlich, aber das Gericht ist tatsächlich eine potenzielle Karte. Ja, eine potenzielle Karte. Wie wir sehen, also die tatsächlich mit einer Klarheit, eine Wahrheit zu tun hat. Eine Situation möglicherweise, Jungfrau, die für dich sich deutlich zeigt jetzt. Ne? Also was vielleicht bis jetzt nicht deutlich genug war, ist das für dich jetzt klarer. Ist einfach klarer. Ist eine Wahrheit hier. Eine sehr schöne Karte, ja. Schau mal. Schau mal hier. Wir haben die Karte, die begleitet das Gericht. Also wir haben mit 6 der Schwerter. Wahnsinn. Also wir haben hier mit einer Transformation in deinem Leben zu tun, Jungfrau. Wir haben hier mit einer Übergangsphase. Also der 6. Schwerter zeigt ja, dass eine schwierige Situation hinter dir jetzt ist. Also du hast eine schwierige Situation hinter dir tatsächlich. Und wir wissen ja, ne, jede Situation zeigt sich ja anders. Also, und das kann sich auch alles spiegeln. Ne? Aber ich meine, am Ende, wir alle sind ja Menschen und wir alle haben Erfahrungen zu machen hier in diesem Leben. Ne? Ja, und genau. Also man muss nicht immer denken, der andere hat mehr gelitten als ich oder ich leide mehr als der andere oder meine Situation ist schlimmer als der andere. Oder also ich finde, das ist tatsächlich Quatsch. Ne? Also man sieht schon, dass du auch eine schwierige Situation hinter dir verlässt. Also diese zwei Karten zusammen, Jungfrau, sind stark, zeigt eine starke Situation. Ne? Und ich würde sagen, sogar eine Situation, die viel mit Karma zu tun hat. Ich weiß, also man sagt das halt zu sehr oft vielleicht. Ne? Es wiederholen sich oft die gleichen Sätze oder die gleichen Worte. Aber man kann es einfach nicht übersehen, dass diese Karte, das Gericht, auch viel mit Karma zu tun hat. Ne? Aber wir haben das hier als Thema bei dir in der Mitte. Möglicherweise wollen wir auch alle hoffen, dass auch so ist. Ne? Weil man freut sich, wenn man zeigt oder wenn man was lernt und man irgendwie eine Situation verstanden hat. Weil das heißt, es sind Situationen, die sich am Ende nicht mehr in unserem Leben wiederholen. Ich meine, es ist ja klar, dass solche Situationen besser wiederholen sich nicht mehr. Ne? Weil schwierig ist das schon. Man sieht hier eine komplizierte Situation.
Wir haben hier mit einer Transformation zu tun, mit einem neues Aufwachen, ein neues Leben, ein neues Leben. Für manche einen Umzug, eine Reise. Auf jeden Fall für manche wirklich einen Umzug. Eine Bewegung gibt es hier irgendwie. Und ja, über Bewegung haben wir ja gesprochen, ne? Hast du ja gesehen. Also wir haben hier viel Bewegung. Viel, viel Bewegung, was mit Menschen zu tun hat, mit Kommunikation zu tun hat, ja. Ja. Interessant. Interessant, Jungfrau. Interessant. Also mit diesen zwei Karten in der Mitte könnte man wirklich total viel, sich viel Zeit nehmen. Weil ich empfinde es wirklich sehr, sehr interessant. Es gibt manche Mischung von Karten. Manche Karten, die sich wirklich, diese Verbindung, diese, von diesen zwei Karten sind einfach wirklich sehr stark. Ne? Weil deutet, zeigt ja natürlich eine sehr, sehr komplizierte Zeit, die du hinter dir lässt. Eine komplizierte Zeit. Und das kann keiner irgendwie verneinen. Das ist da. Das ist tatsächlich so. Ne? Das zeigt das hier natürlich. Natürlich, wie gesagt, ich sehe natürlich auch Menschen, die von deiner Vergangenheit zurückkommen. Menschen, mit denen du möglicherweise schon eine schwierige Zeit hinter dir hattest. Menschen, die zurückkommen. Aber du hast eine Klarheit in der Situation. Also, Jungfrau, ich hole mir jetzt mehrere Karten als Klärung. Aber das, was wir hier haben, ist wirklich interessant. Minimum interessant, ja. Ja, und danke schön, Jungfrau, für dein Geduld. Ja, ich weiß, hab mir viel Zeit genommen jetzt für die Sternzeichen, nicht nur für Jungfrau, generell für alle. Also ich habe auch einen Turm. Ja, ich bin auch ein Mensch. Und aber ich danke euch für euren Geduld und euren Vertrauen auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Und danke schön natürlich für euren Likes. Und Abos, ja? Dankeschön. Wahnsinn. Gefurte. Also Zendemünzen, wir haben hier mit Familien zu tun, mit, ja, in manchen Fällen natürlich mit Scheidungen, mit Trennungen zu tun, mit Erben, mit, also hier haben wir mit Familien zu tun. Ne? Interessant, achte Schwerter. Interessant, weil ich die achte Schwerter auf den Tisch habe. Es gibt eine gewisse Blockade hier, Ängste. Also ich fühle hier Angst. Angst, schau mal, wieder die Blockade, der Gehängte. Ne? Es gibt tatsächlich eine Blockade oder keine Kommunikation. Der Mond habe ich zweimal. Zehnte Schwerter. Kompliziert, ja. Also es ist kompliziert, Jungfrau. Und also wichtig ist, Jungfrau, dass wir halt, ich weiß, es klingt irgendwie leicht gesagt, ne? Aber dass wir irgendwie wach,
werden und schauen, was wir tatsächlich, woran das Problem lag. Weil hier haben wir mit Karma zu tun. Hier haben wir mit einer Situation, die ich denke, man kann was lernen. Für unsere Zukunft mehr gedacht jetzt in der Beziehung, dass manche Situationen sich nicht nochmals wiederholen. Weil darum geht es ja, ne? Also am Ende, wir sind ja in einer Schule und wichtig wäre, wenn wir selbstkritisch sein könnten, damit wir auch lernen können, ne? Sehr wichtig. Das will ja keiner hören, aber ich befürchte, das ist halt die Wahrheit, ne? Nicht nur für Jungfrau, es ist für uns alle. Also, wenn ich jetzt für dich rede, ja, es ist nicht nur für dich jetzt gemeint, es ist für mich gemeint, es ist für uns alle gemeint, weißt du? Wir müssen von unseren Erfahrungen lernen. Wow. Die Karte, die Sonne für dich unter den Decke. Also eine sehr positive Karte. Klarheit auf jeden Fall. Das zeigt ja auch die Karte, das Gericht. Ne? Diese Klarheit, diese Wahrheit. Ne? Diese eine Situation irgendwie deutlicher zu sehen. Deutlicher als vorher. Ja. Zehnte Kelche. Vierte Schwerter. Ja. Also irgendwie eine Situation wird klarer. Ja. Die Sonne spricht für Sternzeichen Löwe, ne? Jungfrau mit der Karte Wahnsinn. Die Gerechtigkeit. Also mit der Karte das Gericht. Stell dir mal vor, kam die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit und das Gericht zusammen in der gleichen Stelle. Also ich denke schon, dass für manche von euch eine Kommunikation, was mit einer juristischen, rechtlichen Sache zu tun hat. Eine Sache, die sehr langsam und viel Zeit genommen hat, aber es zeigt sich jetzt zumindest da als Thema für dich, für diese nächsten 2 Wochen, Oktober. Und nochmals, Ritter der Kelche. Wir haben viele Ritter hier, ne? Sind fast alle da, außer Ritter der Schwerter. Und das ist nicht schlecht, weil Ritter der Schwerter ist etwas komplizierter, ne? Etwas mehr abrupte und energisch Kommunikation. Aber hier haben wir mit Rittern zu tun, das geht schnell. Wir haben mit einer schnellen Situation hier. Ja. Kommunikation. Mit Ritter der Kelche würde ich sagen, eine angenehme Kommunikation. Ja? Also hier sehe ich keine. Wir haben zwei große Arkane, die mit einer juristischen Sache zu tun hat. Ne? Aber ist eine angenehme Kommunikation mit Ritter der Kelche? Ne? Ja. Also Kommunikation auf jeden Fall, Jungfrau. Alle drei Karten hier reden über Kommunikation. Alle drei Karten haben mit Kommunikation zu tun. Ja, mit Grenze setzen, mit einer Klarheit, eine Richtigkeit. Also es ist einfach hier eine Situation, die fair sich zeigt. Es ist fair, was wir hier haben. Es ist natürlich Schicksal, ne, Jungfrau. Wir haben hier mit Schicksal zu tun.
Und das kann keiner irgendwie wirklich. Das ist einfach so. Das ist eine Tatsache. Das ist Schicksal. Das ist Karma. Aber ich denke, eine Situation, die man schon verstanden hat. Und ja, natürlich zeigt sich hier eine Situation, was mit einer Scheidung zu tun hat. Jungfrau, weißt du, was ich meine? Also das hat mit einer Scheidung auch zu tun. Diese Kommunikation, die sich hier möglicherweise ergibt. Interessant ist, mit unserer sechsten Schwerter habe ich die Herrscherin. Also eine Mutter. Auch eine Ehefrau, natürlich. Und Ast der Stäbe. Also ein Ast, du weißt schon, Ast deutet immer auf einen Neuanfang, einen neuen Anfang, ne? Eine neue Möglichkeit, die sich ergibt. Genau natürlich wie die Herrscherin. Die Herrscherin, man sagt sich schwanger, ne? Also ist ein neues Geburt ist da, eine neue Situation. Ja, die Herrscherin ist eine Karte, die langsam ist, ne? Weil sie ist ja schwanger und das dauert immerhin 9 Monate, bis das Baby auf der Welt kommt. Also ist eine Situation, die langsam sich zeigt, aber sehr erfolgreich. Jungfrau. Und interessant ist, dass das Gleiche habe ich dir hier mit dieser Energie gesagt, ne? Diese Ritter der Münzen, eine Situation, die viel mit der Zeit verbunden ist, die sich jetzt auch als deine Energie für diese nächsten Wochen Oktober zeigt und die eine Karte, die auf viel Reichhaltigkeit deutet, ne? Sicherheit, Stabilität. Ja, Kommunikation, Handlungen. Aber wie gesagt, es ist langsam, ja. Genau wie die Herrscherin, ne? Ja. Augenblick, Jungfrau. Also ehrlich gesagt, Jungfrau, ich denke, diese Kommunikation, diese Ritter der Kelche hier, diese Ritter der Kelche, die ich übrigens zweimal habe, hast du ja gesehen, Ritter der Kelche ist ja zweimal da. Ist natürlich für dich eine Person, die du schon kennst, eine Person, die vielleicht eine Versöhnung möchte. Ja? Ich könnte sogar sagen, in manchen Fällen haben wir hier einen Altersunterschied. Eine Person, die geografisch entfernt ist, eine Reise, die sich hier zeigt, ja, ist sie eine Person, die möglicherweise Kinder hat oder Familie hat, viel Anziehungskraft zeigt sich hier, Jungfrau. Wahnsinn. Aber wir haben nochmals die Gerechtigkeit. Ne? Sternzeichen Waage. Also Jungfrau, Sternzeichen Waage ist sehr stark zu sehen hier. Muss ich dir schon ehrlich sein. Also wir haben hier mit einer komplizierten Situation
Wir haben hier natürlich mit einer Trennung zu tun, eine Scheidung. Es war auch gar keine Kommunikation da, es war keine Kommunikation, aber ich habe hier mit einer Person möglicherweise zurückkommen möchte. Ja. Ich muss dir ehrlich sein, 10. Schwerter ist für 6. Schwerter rausgekommen. Ne? Also 10. Schwerter deutet schon natürlich auf eine große Enttäuschung. Eine, nicht eine Enttäuschung, ich würde sagen mehrere Enttäuschungen oder eine Situation, die viel mit der Zeit zu tun hat. Ja, und irgendwie ein Ende zeigt. Das ist, was diese Karte auch zeigt, ein Ende. Ein Ende. Einfach so. Eine Transformation haben wir hier. Ja. Mit einer Person jetzt auch, die du sehr gut kennst. Wahnsinn. Also ich mache weiter. Ich werde mehr Klarheit bekommen auf jeden Fall. In deiner Unbewusstheit haben wir ein Puppe der Kelche. Ist sehr viele jüngere Energie hier, ne? Bei dir, Jungfrau. Also hier könnten wir zum Beispiel für ein Kind reden, ja? In manche Fälle. Ein Kind. Sonst einfach eine jüngere Energie. Diese Puppe, also Puppe der Kirche, begleitet mit der Herrscher. Und du hast ja gesehen, die Herrscherin habe ich ja in der Mitte. In deine Unbewusstheit hast du der Herrscher, spricht für Sternzeichen wieder. Ja, der Herrscher. Kann ein Chef sein, spricht für eine Person eigentlich, die entweder Kinder hat oder verheiratet ist oder eine Person, die vergeben ist in Wirklichkeit. Ne? Oder ist ein Ehemann. Also jede Situation ist anders, jeder von uns wird sich die Situation anpassen können. Aber der Herrscher, wie gesagt, ist ein Ehemann oder eine Person, die Familie hat. Einen Chef, eine Chefin. Und wie gesagt, die Herrscherin habe ich in der Mitte. Und die Karte die Welt. Die Karte die Welt habe ich zweimal. Also die Karte die Welt habe ich zweimal, Jungfrau. Hier haben wir natürlich mit geografischer Entfernung. Deswegen zeigt sich so viel diesen Ritter hier, ne? Deswegen haben wir so oft einen Ritter da, weil es gibt hier Reise. Wir haben hier mit Reise zu tun. Wir haben hier mit Kommunikation über Internet, viel Kommunikation, aber auch mit Unterschiede. Ich würde sagen, sogar Altersunterschied, so wie ich vorher gesagt habe. Oder irgendein Unterschied ist da, vielleicht kulturell, Sprache. Irgendeine Situation ist hier. Und ja, Reise auf jeden Fall. Jungfrau. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ein bisschen Unreife spüre ich hier, ja, in der Energie. Eine gewisse Unreife, ja, so wie es für dich in Resonanz kommt, ja. Also das ist mein Gefühl, weil wie gesagt, ja. Und nochmals, wie gesagt, Kommunikation und wie gesagt, der Herrscher, eine ermächtigte Person. Ne?
Sternzeichen wieder. Das haben wir in deiner Unbewusstheit. Interessant ist, schau mal, was wir in deinem Bewusstsein haben. König der Münzen. König der Münzen und Königin der Münzen habe ich auch als Energie auf den Tisch. Hier haben wir mit einem Ehepaar zu tun. Ja? Mit Familien zu tun. Mit viel Reichhaltigkeit, mit Verantwortung. Ja? Siebende Münzen, begleite mit siebende Münzen und die Karte die Kraft. Also ich denke, jemand hat sich wirklich sehr viel zusammen, also zusammenreißen müssen. Also irgendwie, damit man eine Handlung nicht macht, ja? Sehr wahrscheinlich eine Situation, die, wie ich vorher gesagt habe, wir haben hier mit einer sehr langsamen Energie. Es ist langsam. Der König der Münzen ist langsam. Genau wie diese siebende Münzen deutet auf eine wirklich Situation, die viel Zeit braucht oder gebraucht hat. Und hier mit diese, also hier haben wir Sternzeichen Steinbock, ist sehr stark auf dem Tisch zu sehen. Steinbock und natürlich spricht auch für Stier und Jungfrau. Stier sieht man nämlich auch, ja. Und Steinbock auf jeden Fall sehr stark zu sehen, ja. Ja. Ehrlich gesagt, wir haben mit viel Reichhaltigkeit für dich hier auf den Tisch zu tun, auf den Tisch für dich, ne? Es gibt so eine, viele Karten, sehr ermächtigte Karten hier, mit der König der Münzen, der Herrscher, die Herrscherin. Also wie, ich spüre hier Langzeitbeziehungen, ja? Also Beziehungen, die sehr lang in der Zeit jetzt zu tun haben. Wie ich vorher gesagt habe, Familie, Kinder sind möglicherweise da. Also wo natürlich, wie gesagt, eine komplizierte Situation da jetzt war, ne? Sieht man natürlich mit den Karten, was wir in der Mitte haben. Also diese Scheidung, diese Trennung. Diese Komplikation hier, ne? Und irgendwie, jemand hat hier wirklich sehr lang jetzt gewartet. Sehr lang und sogar etwas enttäuschend. Also jemand ist hier enttäuscht auch von keiner Reaktion möglicherweise. Eine Person wartet schon ziemlich lange. Also jemand hat hier viel Geduld, sagt man jetzt so, ne? Also es gibt viel Geduld hier zu sehen, ne? Ja. Genau. Ich muss dir sagen, Jungfrau, also Kommunikation zeigt sich bei dir sehr stark. Sehr wahrscheinlich Kommunikation, die du erwartest. Ja. Kommunikation, die du möglicherweise erwartest. Ja.
Ja. Also es gibt hier tatsächlich eine Situation, eine finanzielle Sache, ne? Hier, Jungfrau. Also wir haben hier mit einer Situation, die mit den Finanzen zu tun hat, mit dem, wo du vielleicht versuchst, ein Balance zu bekommen in so einer Situation hier. Weil man, also irgendwie mein Gefühl ist, jemand hier fühlt sich in Verlust. Ne? Man fühlt sich schon in einem gewissen Verlust. Ob du jetzt eine Person verloren hast, ja, oder halt nicht mehr bei dir ist. Aber dieses Gefühl ist da, von Verlust halt, ne? Ja. Ja, man merkt schon hier, dass eine Person wirklich nicht loslassen möchte oder kann, ne? Ich würde sogar sagen, es gibt hier eine Situation von, in manchen Fällen, nicht bei allen, ja, eine Situation von von drei Personen, ja, eine Entscheidung, die man tatsächlich treffen muss. Eine Person ist verheiratet und und hier gibt es so eine Sache von sich entscheiden zu müssen, ne? Weil jemand möchte nicht loslassen. Es gibt schon gewissen Konflikten hier, ne? Und Sternzeichen Steinbock ist nochmal sehr stark zu sehen. Ich habe dreimal die Karte der Teufel. Dreimal die Karte der Teufel, ne? Jungfrau. Und jeder von euch wird schon wissen, was diese Karte der Teufel tatsächlich hier. Natürlich zeigt sich hier eine starke Anziehungskraft, aber der Teufel deutet schon auf einen ungesunde Verhalten in manchen Fällen. Ne? Eine Situation, die du kontrollieren solltest. Und ich merke, es gibt, es kann, es könnt, wir könnten hier sogar von einer gewissen Abhängigkeit reden. Ne? Ja. Schau mal in deine nähe Vergangenheit haben wir eine Königin der Kelche. Spricht für Sternzeichen Krebs, Fische oder Skorpion. Skorpion ist auf dem Tisch zu sehen. Ne? Und Krebs auch, habe ich dir vorher gesagt, obwohl Fische auch. Also Wasserelement ist sehr stark bei dir zu sehen, Jungfrau. Und manchmal spricht ja nur für die Energie von der Person oder sonst Aszendent oder so. Ne? Diese Energie zeigt sich mit Ritter der Stäbe. Nochmals ein Ritter. Es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Ritter bei dir sind. Ja, es hat wirklich viel mit Bewegung zu tun, viel Reise. In dem Fall auch viel Anziehungskraft. Aber schau mal, begleitet mit der Teufel, ne? Jungfrau. Wir haben hier mit einer sexuellen Abhängigkeit zu tun. Ja. Also, ich würde schon sagen, also auf jeden Fall, es kann so zu einer toxischen Beziehung sich entwickeln. Ne? Also, es ist halt, genau, also das brauche ich ja nicht zu sagen. Es ist ja klar, dass wenn der Teufel erscheint und noch dreimal in dieser Legung,
irgendetwas will uns die Legung sagen, also diese Karte sagen. Das ist für mich oft eine Warnung. Ne? Und bei dir ist dreimal zu sehen, Jungfrau, diese Karte. Natürlich, ich bin sicher, viele von euch haben mit einem Sternzeichen Steinbock zu tun. Das ist sicher. Ne? Das ist einerseits bei vielen von euch, was die Karte möglicherweise uns sagen möchte. Ne? Dieses Sternzeichen, Steinbock. Aber hier in Begleitung mit dieser Karte, diese Königin der Kelche, der Teufel und Ritter der Stäbe, hier haben wir mit einer starken Anziehungskraft zu tun. Ja, und ich würde sagen, eine sexuelle Anziehungskraft. Und sogar in manchen Fällen tatsächlich eine Dreierbeziehung. Also wir haben hier mit einer, genau, also die Königin der Kelche habe ich vorher gesehen in dem Deck auch. Und ja. Ja. Also in deiner Nähe Zukunft, Jungfrau, haben wir die Nummer 3 der Münzen. Ne? Was auch für Kompromisse spricht, auch für Verträge, ne? Jungfrau. Ist eine positive Karte, was für deine nähe Zukunft, also für die nächsten Wochen, Oktober, für dich steht. Also ist diese 3 der Münzen eine, in Wirklichkeit eine positive Karte. Mit viel, hat mit viel Reichhaltigkeit zu tun, mit Gesprächen, mit positiven Gesprächen. Ja, mit neuen Verträgen halt. Ne? Ich begleite mit 9 der Münzen. Auch eine Karte, die viel Reichhaltigkeit zeigt. Und Puppe der Schwerter. Also ich sehe auch, Jungfrau, dass hier eine Person sich in eine gewisse Defensive stellen möchte. Es gibt hier eine Energie, die tatsächlich irgendwie sich schützen möchte. Ne? Wir haben hier mit einer Person, eine hübsche Person, die tatsächlich vollkommen ist und alles hat. Finanziell wie spirituell gesehen auch, äußerlich, eine Person, die vollkommen ist. Hier haben wir mit viel Reichhaltigkeit zu tun. Natürlich könnte diese Energie für dich auch reden, Jungfrau. Ja? Diese Befreiung möglicherweise, das wäre natürlich nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Also hier in diese kommende Zukunft für dich, Jungfrau, zeigen sich wirklich im Prinzip sehr positive Karten, die mit Reichhaltigkeit zu tun haben. Man fühlt sich vollkommen. Ja, man wird trotzdem spioniert oder beobachtet. Ne? Also es gibt irgendwie eine gewisse Sache hier von Beobachten. Also jemand beobachtet dich in der Ferne. Du wirst tatsächlich beobachtet. Ja. Natürlich haben wir wieder hier mit Kommunikation über Internet zu tun. Aber ich sehe hier, Jungfrau, eine positive Situation. Ja? Also wir haben bei dir auch viele Münzen und es ist positiv, was man hier sieht. Ne? Tatsächlich, Augenblick bitte. Wahnsinn. Also Kommunikation, Nachrichten. Das ist, was bei dir, was für dich sich zeigt. Ja. Königin der Kelche, Sternzeichen Krebs, Fische, Skorpion ist auch sehr, sehr viel bei dir zu sehen. Und
Und Sternzeichen Löwe auch. Jungfrau, unabhängig von den Sternzeichen jetzt, ne? Ich sehe hier eine Situation, wo man schon sehr lang wartet. Und diese Sache, die du sehr lang wartest, ob das jetzt Geld ist, ob du auf Geld wartest, ja? Also hier zeigt sich in deiner nähe Zukunft, in den nächsten Wochen, eine Entwicklung von dieser Situation. Eine Bewegung, ja? Sieht positiv aus. Ja. Nochmals Königin der Münzen, ja? Jungfrau. So natürlich spricht die Karte für dich auch. Es spricht für Jungfrau, Steinbock, Stier, ne? Ja. Also möglicherweise, also jemand hier stellt sich auf eine Defensive auch, ne? Das ist das Gefühl, was man hier auch hat. Und natürlich diese Situation von Kommunizieren, von Gespräche, ja. Und eine möglich auch stolze Energie, die zurückkommt. Ich habe hier viele Pferde. Also viele, viele Pferde, also viel Bewegung, viel Handlung, Reise. Auf jeden Fall habe ich es hier mit Reise zu tun. Ja. Und Reichhaltigkeit. In deine Einstellung zum Thema deine Gefühle, Jungfrau, haben wir ja die Nummer 8 der Schwerter. Und das zeigt schon etwas Angst, diese Karte. Ne? Das ist, was für mich persönlich diese Karte so zeigen möchte. Gewisse Ängste, die möglicherweise mehr in deinem Kopf sich. Also, vielleicht hat diese Ängste mit der Realität nichts zu tun, Jungfrau. Ja? Und so wie du die Welt siehst, wie du die Welt nach außen, also das ist, was du von dir rauslässt. Also ja, also es spiegelt sich ja. Also wir spiegeln uns. Ja. Weil diese Ängste, wenn du, wie gesagt, du bekommst das wieder alles zurück, ja. Deswegen musst du mir diese Gedanken oder diese Gefühle kontrollieren. Weil hier sieht man schon eine gewisse Blockade oder man fühlt, man könnte sich nicht bewegen. Man ist blockiert irgendwie. Und klar, man musste jetzt schauen, woran liegt es, diese Gefühle. Daran muss man arbeiten. Weil das, du blockierst selber deine Energie. Ja. Schau mal. Vier der Stäbe und nochmals Ritter der Stäbe. Also wirklich, ist es nicht normal. Ich habe alle Ritter, und guck mal hier, ich habe alle Ritter auf dem Tisch, außer Ritter der Schwerter. Und die Ritter wiederholen sich ja, ne? Also Ritter der Stäbe habe ich zwei oder sogar dreimal, dreimal sogar. Die Ritter wiederholen sich. Ne? Es gibt wirklich eine Sache, die, wie ich dir gesagt habe, eine starke Leidenschaft sich zeigt hier. Ja? Aber irgendwie die Karte, diese 8 Schwerter, man sieht nicht klar. Also man ist irgendwie, man sieht nicht klare. Aber das ist halt, was du fühlst oder was in Wirklichkeit kommt Klarheit für dich, Jungfrau. Das haben wir jetzt gesehen. Also wir haben ja die Karte das Gericht. Diese Klarheit wirst du bekommen. Diese Klarheit wirst du bekommen.
Ja. Und wenn du es nicht momentan denkst, also du wirst diese Klarheit bekommen. Wahnsinn, nochmals Nachrichten, ne? Ja. Also Bewegung, Bewegung und mehr Bewegung, Jungfrau. Aber es wird dich natürlich, ja, du wirst schauen, was du dann hier machst. Aber tatsächlich haben wir hier mit sehr viel Kommunikation zu tun, ne? Viel Kommunikation zu tun. Ja. Wichtig ist natürlich, dass man jetzt eine richtige Entscheidung trifft und sich nicht für dieses leidenschaftliches gehen lässt, ne? Sondern dass man wirklich richtig jetzt entscheidet. Ja. Warum? Weil in Wirklichkeit eine positive Energie ist unterwegs, ne? Also dieser Ritter der Münzen zeigt uns, dass eine neue positive Energie kommt auf dich zu, kommt auch, also ist sicher, aber ich glaube, Jungfrau, von dir wird jetzt verlangt, dass du zeigst, dass du jetzt eine Situation gelernt hast, ne? Nochmals die Gerechtigkeit, Sternzeichen Waage, sehr stark zu sehen bei dir wieder. Ui, wieder, ja, vielleicht Sternzeichen wieder auch, ne? Der Hierophant spricht für Kompromisse, für Gespräche von Herz zu Herz. Sternzeichen Stier. Und nochmals die Karte 3 der Münzen. Ne? Eine ernste Sache hier, Jungfrau. Also wirklich eine ernste Sache hier, was mit einer juristischen Situation zu tun hat. Gespräche, die sich ergeben. Also alle drei Karten haben wieder nochmals mit Gesprächen zu tun. Mit ernsten Gesprächen, was möglicherweise in manchen Fällen mit Geld zu tun haben könnte. Wegen einer Scheidung, einer Trennung. Ja, tatsächlich. Ja. Entschuldigung, meine Pause. Ja, ich denke sogar mit einer wichtigen Entscheidung zu tun, Jungfrau. Eine sehr wichtige Entscheidung zu tun. Also hier tatsächlich haben wir mit ernsten Situationen zu tun, mit einer ernsten Sache, ne? Mit Verträgen sogar, mit Kompromissen, mit ja. Sogar Gespräche, was auch mit eine Firma zu tun hat, neue Verträge oder wie auch immer, das ist wirklich sehr ernst, was wir hier haben, ne? Und möglicherweise mit einer rechtlichen Sache zu tun, ne? Ja, in deine Wünsche, wir haben 8 der Münzen. Und wir haben schon vorher gesagt, wir haben hier mit einer Situation, die mit viel Geduld zu tun hat, ne?
Viel Geduld, aber 8 Münzen. Man sieht schon eine Entwicklung der Situation. Ja, schau mal hier jetzt, du Wahnsinn. Die Karte der Turm und Rad des Schicksals. Wahnsinn. Also, Jungfrau, wir haben hier mit starken Veränderungen zu tun, ne? Tatsächlich. Und das haben wir schon ganz am Anfang gesehen mit der Karte das Gericht, ne? Und 7. Schwerter, 6. Schwerter. Also diese Karten schon am Anfang haben uns gesagt, dass es gibt hier eine starke Veränderung in deinem Leben. Schon ganz am Anfang hatten wir es schon gehabt. Und das zeigt sich natürlich hier. Ja, möglicherweise sogar. Ja, Verkauf von einem Haus in manchen Fällen. Ja, was mit einem Eigentum zu tun hat auch. Bei manchen, für manche muss nicht bei allen sein. Es kommen Veränderungen. Es kommen starke, wichtige Veränderungen. Ja. Ich würde sagen, auf jeden Fall positive Veränderungen. Jungfrau, ich muss dir sagen, als Ergebnis haben wir hier 5. Schwerter. Man merkt schon, dass du dir schon Gedanken machst in deine Situation oder misstrauisch bist, was sein wird. Ne? Ja. Also du bist schon also jemand ist ja etwas misstrauisch, ne? Macht sich viele Gedanken und irgendwie ist man hier, macht sich wahnsinnig viele Gedanken tatsächlich. Begleitet mit Puppe der Stäbe und die Karte der Tod. Wahnsinn. Die Karte der Tod spricht für Sternzeichen Skorpion. Ja? Wie ich dir vorher gesagt habe, Jungfrau, in manchen Fällen, ihr bekommt irgendwie eine Kommunikation über Internet, die, ja, wo man jetzt nicht sicher ist oder irgendwie sich Gedanken macht, weil möglicherweise ist eine Person, mit der man auch nicht mehr so jetzt gerechnet hat, ne? Also es ist eine Person, die man schon längst den man schon längst nicht mehr dran gedacht hat. Und es gibt halt mehr Anziehungskraft. Also ist eine Person, die tatsächlich viel Anziehungskraft hier zeigt. Ja? Ja. Die Karte der Tod zeigt ja auf eine Ende, ne? Deutet auch auf eine Ende. Also Jungfrau, du wirst noch eine Situation jetzt haben, ne, in deine kommende Zukunft, in den kommenden jetzt Wochen. Und was sicher ist, Wahnsinn, gibt's nicht. Sternzeichen wieder, nochmals. Also die Karte der Herrscher ist da. Also Sternzeichen wieder zeigt sich bei dir sehr stark. Ja, eine ermächtigte Person, was auch ein Chef, eine Chefin sein könnte. Oder eine Person, die Familie hat. Im Prinzip sehe ich hier zumindest eine Energie von einer Person, die vielleicht nicht unbedingt, also eine unreife Energie oder eine Person, die vielmehr eine Anziehungskraft zeigt. Also Jungfrau, tatsächlich, Menschen von deiner Vergangenheit kommen zurück. Das wird dich nicht viel Ruhe lassen. Aber was ich denke ist, dass du schon wissen wirst, welche die beste Entscheidung für dich ist. Das wirst du schon wissen.
Das wirst du schon wissen. Möglicherweise diese Person ist nicht in deiner Nähe. Es gibt hier eine geografische Entfernung, aber diese Person kommt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Möglicherweise eine Person, die auch in der sich jetzt was eine schwierige Situation auch hinter sich hat, ne? Oder genau. Vorher war nicht möglich und jetzt ist es wieder möglich. Eure Beziehung. Ja? Genau. Es war vorher nicht möglich und jetzt ist es wieder möglich. Ja. Wir haben dreimal die Karte der Teufel bei dir, Jungfrau. Ich hole jetzt eine Karte von unserem Erzengel Michael für dich, ja? Geh ohne Angst weiter. Gebet, danke, dass du auf jedem Schritt des Weges bei mir bist, meine Hand hältst, mir Vertrauen und Mut gibst und meine Gedanken und Aktionen in Richtung Liebe und zu meiner wahren Lebensaufgabe führst. Also Jungfrau, geh ohne Angst weiter. Das Wort Angst habe ich auch zweimal genannt hier bei dir. Also man spürt Ängste, ne? Also Erzengel Michael sagt zu dir, geh ohne Angst weiter. Du wirst geschützt, beschützt, ja? Also habe keine Angst, du bist ja nicht alleine. Ja, wir sind nicht alleine. Ja. Achte auf deine Träume. Gebet. Danke, dass du mich heute Abend zu Bett bringst und mir zu einem wunderbar erholsamen Schlaf verhilfst. Erzengel Michael, ich lade dich in meine Träume ein als mein Lehrer, Führer und Heiler. Bitte erlaube mir, beschreibe eine spezifische Situation in geistiger Hinsicht zu verstehen. Und führe mich auf jeden Schritt meines Weges. Ja. Nochmals spricht hier auch über einen Weg. Ja, also und Selbstachtung. Sehr wichtig, ja, diese Selbstachtung, Jungfrau. Also Gebet, lieber Gott und Engel, danke, dass ihr mir helft, mich so zu sehen, wie ihr mich seht, mit den Augen der Liebe. Danke, dass ihr mich ehrt und achtet. Bitte leitet mich an, mich selbst genauso zu achten und verleiht mir den Mut, meine Wahrheit Ausdruck zu geben und für mich selbst einzustehen. Ich bitte um euren Schutz in all meinen Beziehungen, damit ich stets von liebevollen und freundlichen Menschen umgeben bin. Selbstachtung. Ja. Und vergib dir selbst. Du hast nicht falsch gemacht, ne? Ehre deine Gefühle und vertraue ihnen. Deine innere Stimme, sehr wichtig, Jungfrau. Also, Jungfrau, danke schön für deine Geduld. Ja, danke schön, dass du wirklich so viel Geduld gehabt hast, dass du meine Videos dir anschaust und für dein Vertrauen. Vielen, vielen Dank. Also, in Wirklichkeit, ich empfinde, also es ist etwas kompliziert, zumindest für mich, sehr wahrscheinlich. Du wirst
die Karten, die Energie für deine Situation anpassen können, ja, weil jede Situation ist anders. Aber hier gibt es schon eine Sache, die möglicherweise du noch diesen Monat Oktober spüren wirst. Ne? Du wirst schon spüren, was sich hier alles jetzt tut. Ja, also wir treffen uns nochmals in mehr oder weniger 2 Wochen, wenn Gott das auch so will. Ja, weil dieses Mal habe ich mich extrem verspätet. Und ja, es tut mir wirklich leid. Auf jeden Fall, ich freue mich, das nächste Mal bald mich wieder mit dir zu treffen und schauen, wie die Energie sich für dich fühlt. Ja? Dankeschön für deine Likes, deine Abos, dein Vertrauen und bis bald, Jungfrau. Ja? Tschüss.